Hallo liebe Freunde, willkommen zu Gott auf meiner Seite. Wir lesen heute zusammen die Seite 904 und werden Kapitel 44 beginnen. Und wir werden sehen, welche alten Ordnungen im neuen Heiligtum herrschen sollten und was das für die Priester bedeutet hat. Und bevor wir das tun, lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, danke, dass wir wissen dürfen, dass deine Ordnungen ewige Gültigkeit haben, dass du derselbe bist, gestern, heute und morgen, dass wir uns darauf verlassen können. Amen. Wir beginnen in Kapitel 44, Vers 1. Und er führte mich wieder zurück auf den Weg zum äußeren Tor des Heiligtums, das nach Osten sieht, und es war verschlossen. Da sprach der Herr zu mir, dieses Tor soll verschlossen bleiben und nicht geöffnet werden, und niemand soll durch es hineingehen, weil der Herr, der Gott Israels, durch es hineingegangen ist, darum soll es verschlossen bleiben. Wenn ihr euch erinnert, wir haben vorgestern davon gelesen, dass die Herrlichkeit Gottes in das Heiligtum einzieht, und zwar durch das Osttor. Gott geht selber mit seiner Herrlichkeit durch das Osttor, und die Konsequenz dessen ist, dass Gott sagt, dieses Tor soll für alle Zeiten verschlossen bleiben für die Menschen. Dieses Tor wird geschlossen als Zeichen dafür, dass ich dort hindurchgegangen bin. Und das ist natürlich eine ganz interessante Sache, dass Gott hier durch dieses Tor eingeht und dass er es dann verschließen lässt. Und es eigentlich dann auch immer so ein Erinnerungsdenkmal dafür ist, so ein geschlossenes Tor zu haben. Es wurde nur für diesen einen Zweck gebaut, nämlich dass Gott hindurchgeht. Was den Fürsten betrifft, so soll er, der Fürst, darin sitzen, um ein Mahl zu halten vor dem Herrn. Er soll durch die Vorhalle des Tores eintreten und es demselben Weg wieder verlassen. Danach führte er mich durch das nördliche Tor vor das Haus des Tempels, da schaute ich, und siehe, die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus des Herrn. Da fiel ich nieder auf mein Angesicht. Also Hesekiels Reaktion auf die Herrlichkeit des Herrn ist, dass er auf die Knie geht. Und der Herr sprach zu mir, Menschensohn, achte genau darauf und schaue mit deinen Augen und höre mit deinen Ohren alles, was ich mit dir reden will in Bezug auf alle Satzungen des Hauses des Herrn und alle seine Gesetze, und achte genau auf den Eingang des Hauses und auf alle Ausgänge des Heiligtums. Also Hesekiel kriegt hier nochmal zum wiederholten Male den Auftrag, ganz genau zu verfahren, die Sachen ganz genau aufzuschreiben und dann die Anweisung zu geben, dass es genauso geschehen soll. Und sage zu dem widerspenstigen Haus Israel, so spricht Gott der Herr, ihr sollt nun genau genug haben von allen euren Gräueln, ihr vom Haus Israel. Also der Zeitpunkt, zu dem die Vision dem Hesekiel gegeben wird, ist ja noch ein Zeitpunkt des Exils, wo das Volk noch nicht vollständig gereinigt ist. Also sind noch im Herzen widerspenstig. Ihr habt Fremdlinge mit unbeschnittenem Herzen und mit unbeschnittenem Fleisch hineingeführt, sodass sie in meinem Heiligtum waren und mein Haus entweihten, wenn ihr meine Opfer Speise, Fett und Blut geopfert habt. Und sie haben meinen Bund gebrochen zu allen euren Gräueln hinzu. Also das Volk Israel hat nicht nur schlimme Dinge getrieben im Heiligtum, sie haben auch ungläubige Heiden, Unreine hineingebracht und es dadurch entweiht. Und ihr habt den Dienst in meinen Heiligtümern nicht besorgt, sondern sie zur Besorgung meines Dienstes in meinem heiligen Heiligtum bestimmt. So spricht Gott der Herr, es soll kein Fremder mit unbeschnittenem Herzen, mit unbeschnittenem Fleisch in mein Heiligtum kommen, keiner von allen Fremdlingen, die unter den Kindern Israels wohnen. Gott möchte sein Heiligtum nicht verunreinigt wissen durch Menschen, die damit gar nichts anfangen können, die Gott gar nicht nachfolgen, die Gott nicht glauben. Und das war natürlich der Zustand hier vor den Wegführungen, dass das Heiligtum ein Ort war, wo alle möglichen Leute ein- und ausgegangen sind, aber wo nicht mehr diese heilige Atmosphäre herrschte. Ja, Gott möchte dieses Unreine für immer aus diesem Heiligtum verbannt wissen. Und nun kommen wir zu den Leviten. Wahrlich, die Leviten, die sich von mir entfernt haben, als Israel irreging und von mir weg ihren Götzen nachgelaufen sind, sie sollen ihre Missetat tragen. Also wir lernen, die Leviten waren auch daran beteiligt, am Abfall des Volkes. Aber sie sollen in meinem Heiligtum Dienst tun als Wachen bei den Toren des Hauses und als Diener des Hauses. Sie sollen für das Volk Brandopfer und Schlachtopfer schächten und vor ihnen stehen, um ihnen zu dienen. Also sie sind zwar Teil des Abfalls gewesen und auch
leidend im Abfall, aber Gott sagt, ich möchte sie wieder einsetzen im Heiligtumsdienst. Ich möchte sie wieder herstellen, denn weil sie ihnen von ihren Götzen gedient und dem Haus Israel ein Anstoß zur Verschuldung geworden sind, darum habe ich meine Hand gegen sie zum Schwur erhoben, spricht Gott der Herr, dass sie ihre Missetat tragen sollen. Und sie sollen mich mir nicht nahen, um mir als Priester zu dienen und zu allen meinen heiligen Dingen und zum Allerheiligsten zutreten, sondern sie sollen ihre Schande und ihre Gräuel tragen, die sie begangen haben. Also sie dürfen nicht weiter als bis in diesen inneren Vorhof, aber sie dürfen zumindest den Heiligtumsdienst soweit ausführen. Doch ich will sie zu Hütern des Dienstes für das Haus setzen und sie für allen seinen Dienst gebrauchen und zu allem, was es darin zu tun gibt. Ja, er stellt sie wieder her und das ist natürlich auch ein Bild dafür, dass Gott auch uns, wenn wir gefallen sind, wenn wir Fehler gemacht haben, Gott uns wiederherstellt. Gott uns auch wieder in den Dienst zurücksetzt. So hat er es auch bei Petrus getan. Als Petrus Jesus verleugnet hat, hat er ihm danach umso eine größere Verantwortung gegeben, weil er ins Herz geblickt hat und gewusst hat, dass Petrus bereut hat. Aber den levitischen Priester, die Söhne Zadoks, die den Dienst meines Heiligtums bewahrt haben, als die Kinder Israels von mir abgeirrt sind, die sollen zu mir nahen, um mir zu dienen, und sie sollen vor mir stehen, um mir Fett und Blut zu opfern, spricht Gott der Herr. Und sie sollen in mein Heiligtum hineingehen und zu meinem Tisch nahen, um mir zu dienen und meinen Dienst zu besorgen. Es soll aber geschehen, wenn sie durch die Tore des inneren Vorhofs hineingehen wollen, sollen sie leinene Kleider anziehen und sie sollen keine Wolle auf sich haben, während sie innerhalb der Tore des inneren Vorhofs und im Tempelhaus dienen. Also die Priester hier, das sind noch, ist noch eine hervorgehobene Gruppe unter den Leviten, die nämlich den Priesterdienst ausführen, das Opfer und das Blut ins Heilige bringen und im Allerheiligsten auch sein dürfen. Sie dürfen sich zum Tisch nahen, zum Allerheiligsten. Und sie sollen interessanterweise keine Wolle tragen. Sie sollen nur leinerne Kleidung tragen. Und warum, das werden wir gleich sehen. Leinerne Kopfbünde sollen sie auf ihrem Haupt tragen und leinerne Unterkleider an ihren Lenden. Sie sollen sich nicht in Kleidung gürten, die Schweiß fördert. Also sie sollen nicht schwitzen. Im Heiligtum soll kein Schweißgeruch verbreitet werden. Es soll ein Wohlgeruch herrschen. Deswegen sollen sie leichte Leinenkleider tragen, die auch die Reinheit darstellen. Und ja, wir wissen ja auch, dass Jesus ein besonderes Gewand getragen hat, das in einem Stück gewebt worden war aus Leinen. Und das ist natürlich so ein Sinnbild darauf. Und der Himmel legt sehr großen Wert auf Reinheit, auf Schönheit. Und das sollen natürlich auch diese priesterlichen Leinenkleider ausdrücken. Und es hat natürlich auch einen Eindruck gemacht im Heiligtum, wenn dann die Priester in solchen Kleidern gedient haben, war ein besonderer Ausdruck der Reinheit. Das war ja eine große Symbolik, die da mitgeschwungen ist. Und auch wir sollen uns reinhalten, denn die Bibel sagt, auch wir sind Könige und Priester, berufen, Könige und Priester zu sein, und unsere Herzen sollen rein sein. Wir werden im Himmel ein Kleid kriegen, das unbefleckt ist, ein weißes Kleid. Und um uns darauf vorzubereiten, sollen wir uns in die Theologie des Heiligtums vertiefen, damit wir verstehen, was diese reinen Kleider zu bedeuten haben. Lass uns beten. Lieber Vater im Himmel, du möchtest uns dieses weiße, reine Kleid geben, eines Tages als Zeichen dafür, dass wir Sieger sind, dass wir die Sünde durch deine Kraft und durch deine Hilfe überwunden haben. Herr, wir danken dir dafür, dass du jeden Tag uns hilfst, daran zu arbeiten, dir treu zu sein, deine Gebote zu halten und mit dir zu leben. In deinem Namen. Amen.